Hallo Ladies, ich hatte ja beim letzten Neuheiten Top und Flop Video so leicht mit einfließen lassen, dass ich euch diese Produkte, die ich neu, also erworben habe und die es neu bei DM gibt, dass ich die in einem kurzen Easy Quick Make-up vorstelle und das werde ich heute tun. Also es geht um diese Lippenbutter von Catrice, es geht um diesen Eyeshadow Stick Boss Ladies Brown in so ein brauner, ihr seht das ja, ne? Das ist so ein ganz leicht bräunlicher Metallton und die Volume Hero Mascara von Essence. So, beginne ich mit der Mineral Foundation, Powder Foundation von Bare Minerals. Kennt ihr meine Lieblingsfoundation? Also einträufeln, den entsprechenden Pinsel nehmen, umrühren, abklopfen auf die Haut, den Pinsel auf die Haut pressen und in kreisenden Bewegungen die Puderpigmente auf der Haut verteilen. Die verschmelzen sehr schön und sofort mit eurer Haut und zurück bleibt ein No-Make-up-Make-up-Gefühl. Die Haut ist grundiert, für meine Fälle genug. Ich benutze jetzt keinen Primer, keinen Concealer, keine flüssige Foundation, weil das in meinem Falle ausreicht. Und also die Frauen, die mich jetzt schon länger schauen, die habe ich ja so ein bisschen angefixt und viele haben sich das auch gekauft und sind ebenfalls happy damit. Also ich bin für mich, was soll ich sagen, ich finde sie einfach genial. Ich hatte ja versprochen oder angekündigt, dass ich diesen Stift hier, ne, benutze, diesen neu gekauften bei DM, diesen cremigen Eyeshadow Stick in Boss Ladies Brown heißt der. Also jetzt ist ja im Herbst, es ist ja sehr, also rotschöne Brauntöne. Braun ist ja das neue Schwarz, auch von den Klamotten her. Gut. Die Augenbrauen, die fülle ich ein wenig auf. Erst mit diesem Stift hier von der Claudia Schiffer, das ist so ein Eyebrow Stick. Also, ich habe leider nicht mehr und deshalb kann ich die jetzt auch nicht, oder möchte ich sie nicht, ich möchte mir jetzt keine dickeren Augenbrauen malen, weil die Natur, also das ist so vorgesehen, wie gesagt, ich zupfe vielleicht alle 2-3 Wochen mal 1-2 Härchen daraus und ich habe jetzt auch nicht früher gezupft wie irre, dass man sagen könnte, naja, die hat die sich alle weggezupft und nun kommt nichts mehr. Das war immer schon so ein bisschen kläglich aufgefüllt und nun nehme ich den Eyebrow Styler von Bobby und ziehe das noch ein bisschen nach. Für einen, wisst ihr, für einen cremigen Lidschatten braucht man nicht unbedingt eine Base, aber einen Verblenderpinsel würde ich empfehlen. Jetzt nehme ich dieses gute Stück hier, innovative Spitze, das heißt dreieckige Spitze, dass man ganz gut in den Augenwinkel auch damit gehen kann. Ich bin gespannt, wie intensiv er ist. Jo. Und nun nehme ich jetzt einen Verblenderpinsel und verblende den Rand nach oben, dass das nicht so ein krasser Abschluss ist, ne? Dass man so ein, das ist immer ganz schön, wenn das weich so ein bisschen nach oben hin ausläuft. Und da der ja dreieckig ist, macht sich das auch ganz gut hier unten am unteren Wimpernrand einen ganz leichten, soften Strich zu ziehen. Das ist ja dieser 12-Stunden-Halbpaare-Stick,
Naja, ich denke mal schon, dass der länger halten wird. Ich versuche den mal etwas kräftiger. Naja, verblenden. Wer möchte, der kann sich, das ist immer ganz schön, wenn man im Augenwinkel einen helleren Ton aufgibt. Der kann glänzend sein, der muss aber auch nicht glänzend sein. Ich habe jetzt hier von Bobbi Brown so einen Champagnerquarz, so ein leichter Goldton und den gebe ich jetzt auf, wische den Pinsel am Kleenex ab und verblende das nochmal, dass das ganz leicht ineinander übergeht. So, nun diese hier. Das war Essence Volume Hero. Ich hatte ja gesagt, ich probiere die aus. Das ist Premiere. Ich probiere sie jetzt aus, wie sie ist. Diese voluminöse, fächerartige, lange, schwarze Wimpernmacht. Wenn ihr jetzt an der Wimpernwurzel das erst aufgibt und dann ein bisschen nach, drückt und das nach oben zieht, muss man immer aufpassen, dass nicht dass er nicht aufs Lid malt. Das passiert mir nämlich auch öfter. Jo. Wie gestaltet sich das unten? Auf den Wangen. Da werde ich heute mal wieder diesen, das war auch von Maybelline, das ist dieses Flirty Pink. Das hatte ich euch vor Wochen schon mal vorgestellt. Man kann jetzt mit dem Finger reingehen, man kann es mit dem Finger sich aufgeben. Oder hier, das ist einfach so, das ist ein Kunsthaarpinsel. Also es ist auch ein Foundation-Pinsel. Es gibt ja so flache oder auch runde Foundation-Pinsel. Und kann man es schön gezielt und natürlich gesund aussehende Apfelbäckchen auf die Wangen geben. Als Highlighter könnt ihr natürlich einen pudrigen Highlighter nehmen oder auch diesen tollen Rosy Glow. Ne? Und den werde ich doch gleich mal aufgeben, noch einen kleinen Touch. Hier so auftupfen. Also wirklich minimal. Minimal. Ich glaube, den lassen sie auch drin. Der kommt nicht, der geht nicht raus aus dem Programm. Weil der einfach sehr schön ist. Für die Lippen nehme ich jetzt einfach, das ist so ein Lip Liner von NYX. Ich glaube, Candelopoulos heißt der. Und darüber diese doch ziemlich farblose Lippenbutter von Catrice. Das vermischt sich jetzt sehr schön. Der Applikator ist ganz toll, lässt sich super auftragen. Von Catrice ist das durchaus zu empfehlen. Das ist jetzt der Look mit der Lippenbutter Nude mit Boss Ladies Brown Eyeshadow Stick von, das ist jeweils von Catrice beides und von Essence die Mascara. Ich bin ganz zufrieden mit der Mascara. Für den Preis ist wunderbar. Das ist ein schneller, easy Look jetzt für den Herbst mit den neuen Herbstfarben, die ja doch so metalmäßig rüberkommen. Sehr viel Glitzer, glänzend, obwohl ja mal gesagt wird, ab einem älteren Semester sollen wir uns keinen glitzernden Lidschatten mehr auf die Lider geben, aber jeder kann machen, was er will. Wer gibt jetzt vor, dass man das darf oder nicht darf, das muss jeder für sich entscheiden.
Fakt ist, gut ist, was euch gefällt, wo ihr euch gut mitfühlt, wo ihr happy mit seid, wenn ihr in den Spiegel schaut und sagt, wow, ja, das bin ich. Insofern, ihr Lieben, wünsche ich euch wie immer das Beste. Ich schreibe die Produkte gerne in die Infobox für euch und ich würde mich freuen, wenn ihr mir kostenlos ein Abo dalasst. Und ich wünsche euch wie immer das Beste, seid gut zu euch und bis bald. Ciao.